Hallöchen meine Loot-Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Conan Exiles Talk Video hier bei eurem Bombardin. Ich bin auf dem Community Server gerade unterwegs und farm ein bisschen. Das heißt, erwartet hier heute kein großartiges Gameplay oder so. Das ist wirklich nur gefarme, denn das kommt immer so ein bisschen zu kurz. Ja, ich wollte heute mal ganz ohne Skript oder so mit euch über die Sache mit Epic Games und Conan Exiles sprechen. Denn Conan Exiles hätte ja auf Epic Games vom 2. bis 9. Juli gratis verfügbar sein sollen. Das habe ich ja auch in meinem Community-Tab geteilt. Und ja, dann war eben der 2. Juli, 17 Uhr und wir haben alle erwartungsvoll, auch ich übrigens, in den Epic Store geschaut. Und ja, was war? Es war Hue oder Hü, keine Ahnung, wie man dieses komische Spiel ausspricht, verfügbar, aber von Conan Exiles war keine Spur. Ja, ich habe dann ein bisschen Recherche betrieben und bin dann auf den Twitter-Account vom Epic Store gestoßen und da gab es dann die Antwort. Denn Epic Games hat sich dazu entschieden, das Gratis-Angebot quasi zurückzuziehen und möchte Conan Exiles jetzt als normalen Artikel verfügbar machen, den man quasi bezahlen muss. Zu einem späteren Zeitpunkt, versteht sich. Ja, für mich ist das persönlich ein absoluter Epic-Fail von Epic Games, denn es gibt einfach eigentlich keine Gründe, warum man sich Conan Exiles im Epic Store kaufen sollte. Das beginnt schon mit den Mods. Auf Steam hast du den Workshop, Epic Games hat sowas im Moment nicht. Das heißt, entweder Epic Games rüstet nach und baut einen eigenen Mod-Store ein, wobei dann auch wieder die Frage ist, ja, werden denn die ganzen Modder ihre Sachen dort überhaupt hochladen? Haben die da überhaupt Bock drauf? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele sagen, ich möchte Epic Games nicht unterstützen. Ich tue das nicht. Und ja, so kann es sein, dass die Mods eben überhaupt gar nicht erst verfügbar sind, wenn du dir dann später dort Conan Exiles kaufst. Das heißt, für mich ist es tatsächlich ein Epic Fail, denn ich frage mich ernsthaft, wer wird sich über den Epic Game Store Conan Exiles kaufen, außer Leute, die vielleicht nicht wissen, dass es das Spiel auf Steam gibt. Und deswegen möchte ich da auch so ein bisschen Aufklärung betreiben, denn es gibt einfach absolut keinen Grund, sich dieses Spiel auf im Epic Game Store zu kaufen und nicht auf Steam. Also aktuell kann ich euch sagen, für diejenigen, die vielleicht noch so 16 Euro übrig haben, im Steam Summer Sale gibt es das Spiel aktuell stark reduziert. 16 Euro, das ist für Conan Exiles wirklich ein Preis, der ist in Ordnung. Und es gibt auch die DLCs übrigens reduziert. Also holt es euch, wartet nicht auf Epic Games, holt es euch. Wenn ihr Bock habt, Conan Exiles zu zocken und ein paar Euro übrig habt, dann holt es euch einfach auf Steam oder holt es euch bei einem der Keyseller, die es so gibt, da kriegt das nochmal um einen Euro vergünstigter, denke ich mal, da kriegt das für 15, aber wartet nicht auf Epic Games. Vor allem, weil Epic wahrscheinlich dieses Spiel nicht zu dem Preis anbieten wird, den es aktuell bei Steam gibt. Ja, wie gesagt, für mich ist es ein absoluter Epic Fail von Epic Games, also wer diese Entscheidung getroffen hat, hat offensichtlich nicht viel Ahnung, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Denn wie gesagt, es gibt absolut keinen Grund, sich Conan Exiles im Epic Game Store zu holen. Steam ist da tatsächlich einfach besser. Und klar, kann jetzt durchaus sein, ja, jetzt beschwert der Bombardin sich darüber, dass es da ein Gratis-Spiel nicht gab. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass Sachen angekündigt worden sind und die nicht eingehalten wurden. Und was mich auch so ein bisschen angekotzt hat, ehrlich gesagt, war die Art der Kommunikation. Weil das Spiel gab's halt dann einfach nicht im Store. Das ist einfach verschwunden. Und wer dann tatsächlich wissen wollte, was damit passiert ist, der musste auf Twitter schauen. Und für mich ist das ehrlich gesagt keine Art, PR zu machen oder in irgendeiner Art und Weise transparent zu sein, wenn man es dann, wenn man dann die Nachricht auf einer Plattform teilt, auf der definitiv nicht jeder unterwegs ist. Also finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Und ich habe es ja auch selbst gemerkt, es haben einige unter meine Kommentare geschrieben, ja, hier, wer ist wegen Epic da? Wo ist Conan Exiles? Es haben mich auch einige des Lügens bezichtigt. Meine Güte, da muss ich sagen, ja, kann ich auch nichts dafür. Ich habe nur die Nachricht überbracht. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann da nichts für. Ich wollte euch was Gutes tun. Genauso wie viele andere YouTuber wahrscheinlich, die diese Nachricht genauso geteilt haben, als sie gesehen haben, hier Conan Exiles ist gratis oder wird gratis verfügbar sein. Auch die stehen jetzt natürlich so ein bisschen doof da. Und
ja, wie gesagt, für mich ist es bescheuert. Ich hätte auch gut nochmal einen Account gebrauchen können, um hier Sachen auf dem Server zu testen. Aber das kann ich mir jetzt erstmal in die Haare schmieren, leider Gottes. Naja, es ist wie es ist. Und wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, holt euch das Spiel auf Steam. Ich habe ja mein Review gegeben, falls ihr euch noch unsicher seid. Aber 15 Euro, da kannst du bei Conan Exiles echt nicht viel falsch machen. Es ist ein tolles Spiel, es macht Spaß und es hat seine Macken. Aber definitiv eines der besten Survival-Spiele, die aktuell auf dem Markt sind. Und ja, wenn ihr Bock habt, holt es euch, wie gesagt, auf Steam oder bei einem Keyseller, holt es euch günstig auf Epic Games. Würde ich da definitiv nicht warten, selbst wenn es irgendwann mal dort gratis verfügbar sein sollte. Ich weiß nicht, also auch das bringt natürlich Schwierigkeiten dann mit sich, vor allem wegen der Modbarkeit, ich habe es ja schon erwähnt. Epic hat eben nicht diesen Mod-Store und es gibt auch Nexus-Mods, ne? Viele sagen ja, Nexus-Mods gibt es ja auch noch, aber da gibt es auch kaum Mods für Conan Exiles. Also die Bezugsquelle Nummer 1 für Mods ist nun mal einfach der Steam Workshop aktuell und dazu brauchen wir leider Gottes die Steam-Version. Was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Ja, eure Meinung zu diesem ganzen Epic Fail von Epic Games? Gerne in die Kommentare, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, wie gesagt, sorry nochmal an alle, die jetzt sich schon gefreut haben auf Conan Exiles. Ich kann es leider nicht ändern, ich habe mich selbst gefreut. Und wie gesagt, die Nachricht gab es, da war nichts gelogen, da war nichts gefaked oder so. Sondern ich habe das gesehen im Launcher und ja, hab mir gedacht, ich teile das mal für diejenigen, die Conan Exiles noch nicht haben. Tja, so ist es. Ja, in diesem Sinne, habt noch einen wunderschönen Tag, guten Start ins Wochenende euch allen, macht's gut, ciao!